Hi. Gut. Ja, Hospizhilfe Wetterau. Seit wann gibt's euch? Wir haben letztes Jahr, Ende des Jahres, das 25-jährige Bestehen gefeiert. Also, jetzt, wenn ich rechne, seit 1998. Lange Zeit. 26 Jahre jetzt, ja. Wow, lange, lange Zeit. Hospizhilfe ist ja, damit verbindet man ja oft, ich sage jetzt mal, schwere Themen. Für viele Menschen, die ihr begleitet, ist das dann der letzte Gang, wie man so landläufig sagt. Was motiviert euch, mit solchen schweren Themen doch ehrenamtlich, also auch noch freiwillig, sich zu beschäftigen? Ich bring's mal auf einen ganz einfachen Nenner, der für mich immer noch ausdrückt, warum ich das seit vielen Jahren mit viel Herzblut mache. Wenn jemand so schwer erkrankt ist und im Ende, was uns allen irgendwann bevorsteht, nahe ist, müssen wir sagen, dürfen wir sagen, dass es so ist, da können wir gar nichts dran ändern. Aber wie es ist, das können wir ändern. Und dafür wollen wir gerne was tun. Kann man gar nicht besser beschreiben, ja? Das Wie, das Drumherum, ganz, ganz wichtig, ist so angenehm als möglich irgendwie zu gestalten. Und dafür seid ihr dann da. Wie muss ich mir so eine Tätigkeit, wenn ich mich dafür engagieren möchte, wie muss ich mir das vorstellen? Kannst du da mal so ein Beispiel nennen? Ja, nicht nur eins. Also die Hospizhilfe hat wir nennen das fast einen Bauchladen von Möglichkeiten, wie man sich bei uns engagieren kann. Das eine ist das, was eben seit 26 Jahren die Hauptaufgabe ist, dass wir nämlich Menschen am Lebensende zu Hause oder im Altenheim, was ja dann das Zuhause ist, begleiten. Das nächste ist, dass wir Menschen nach dem Versterben eines nahen Angehörigen oder Zugehörigen begleiten. Das ist die Trauerarbeit. Auch da kann man sich vielfältig bei uns engagieren, entweder als derjenige, der Angebote in Anspruch nimmt oder der auch Angebote bietet, wie Gruppen oder Trauercafé einmal im Monat oder unser neuestes Projekt, kann man da hinten am Stand auch sehen, einmal im Monat eine Trauerbank auf dem Friedberger Friedhof, gut gekennzeichnet, gar nicht zu übersehen, wo Menschen zum Gespräch, auf offene Ohren treffen, ohne dass man sich gleich für irgendwas verpflichten müsste oder sich wieder treffen müsste. Einfach so en passant im Vorbeigehen über die Themen spricht, die einem am Herzen liegen. Und noch vieles andere will ich, zwei Sachen muss ich noch benennen. Wie viel Zeit habe ich? Weiß ich nicht. Zwei Sachen muss ich noch benennen. Es ist uns ein großes Anliegen, dass die Kinder, die jetzt nachwachsen, dass die es vielleicht besser machen als unsere Generation, die bei Tod und Sterben betreten weggucken, viele noch. Nee, die Kinder sollen es anders machen. Deshalb machen wir Grundschulprojekte einmal im Jahr, wo Dritt- oder Viertklässler eine Woche lang sich mit unserer Hilfe in einem Projekt, Hospiz macht Schule, diesen Themen nähern. Und die werden als Erwachsene nicht betreten zur Seite gucken, glaube ich. Sehr cool. Und noch eins zum Thema, das war ja ein Begriff Herberge. Ich frage mal gerade in die Runde, gibt es in der Wetterau ein Hospiz? Nein, es gibt keins. Viele können das immer wieder nicht glauben. Es gibt keins. Manche hat es vielleicht auch in der Presse verfolgt. Warum immer noch nicht? Es wäre wunderbar, wenn das zustande kommt. Und solange, bis die große Lösung sich zeigt mit mehreren Plätzen, haben wir gesagt, unser Verein macht eine kleine Lösung mit einem einzelnen Bett als Herberge für Menschen am Lebensende. Ist zu viel zu erzählen, aber man kann gerne auf uns zukommen. Der Stand ist direkt an der Toilette, kann man ganz einfach finden. Also da, wo sowieso jeder mal hin muss, gerne bei der Hospizhilfe bitte auch mal vorbeigehen und sich informieren. Tolles Engagement. Oftmals wird das ja verbunden schon mit einer gewissen Scheu, mit einem gewissen Hemmnis, sich dem Thema zu stellen, dem offen zu begegnen. Ihr macht es einfach. Ich hoffe. Ja, und deswegen finde ich das sehr, sehr, sehr lobenswert und vielen, vielen Dank für euer Engagement und eure Initiative. Und das gebe ich gern mal weiter. Vielen Dank für euer Engagement und diese Orga hier. Wahnsinn. Toll, dass ihr da seid. Ciao.